Maria del Pilar Benitez Veloso beeindruckte durch präzise Technik in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Und sie bezauberte den Betrachter durch die Farben und Formen, die ihre Füße schufen. Ich wurde ohne Arme geboren. Seit ich sehr klein war, habe ich auf ganz natürliche Weise begonnen, meine Füße zu benutzen. Und als ich in die Schule kam, konnte ich mit meinen Füßen schon schreiben. Schon als kleines Kind fing sie in der Folge an zu malen und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Der Kontakt mit der Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler bedeutete für sie noch mehr Motivation und eine professionelle Ausbildung. Zunächst im Fernstudium, später im direkten Unterricht. Seit 1984 lebe ich in Buenos Aires, der Hauptstadt von Argentinien. Dort habe ich angefangen, in der Kunstschule zu studieren und nach 4 Jahren als Zeichenlehrerin abgeschlossen. Neben dem Zeichnen und dem Malen bildete sich Maria del Pilar Benitez in der Gravurkunst und im Handwerk weiter. Diese Aufnahmen entstanden vor einigen Jahren. Die beeindruckenden Zeichnungen und Gemälde haben nichts von ihrer Kraft verloren. Aber die Gesundheit erlaubt es der Künstlerin heute nur noch selten, sich der Malerei zu widmen. Ihre herzliche Lebensfreude hat sie deshalb aber nicht verloren. Den körperlichen Einschränkungen entsprechend hat sie ihre künstlerische Ausdruckskraft heute in das Gestalten von kunstvollen Stickereien verlagert. Sticken und Teppiche machen ist wie Malen mit Nadel. Ich verwende sie wie Pinsel. Farben sind sehr lebendig, sehr fröhlich, drücken meine Seele aus, meine Lust am Leben. Maria del Pilar Benitez, eine Frau, deren Liebe zur Malerei fortbesteht und die ihre Kunst auch ohne Pinsel, aber mit viel Herz fortführt.